Tag 5 der Rettungsmission. Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pikmin 4. Heute geht es wieder zurück zum Gebiet. Sonnige Anhöhen hieß glaube ich das Gebiet. So langsam habe ich es mir gemerkt. Und da kann es direkt jetzt so weitergehen. Also keine Zeit verlieren. Direkt los und let's go zu den sonnigen Anhöhen. Da haben wir unter anderem eine weitere Höhle, die wir erkunden wollen. Daher geht es da nun jetzt direkt hin. Yay. So, da sind wir. Das überspringen wir mal schnell und holen uns schon mal ein paar Pikmin raus, die wir gebrauchen könnten. Ich würde sagen, von jedem 15 Stück. Eis-Pikmin und rote Pikmin haben wir ja genug. Ah, machen wir so. Gut, jetzt ist die Frage, wo war die Höhle? Da brauchen wir auf jeden Fall Otschi für. War das die Höhle da oben oder? Ich glaube, es war die Höhle. Genau, das müsste die Höhle gewesen sein. Dann steigen wir mal hier auf. Zack, hier hoch und hier hoch und direkt hier rein. Genau, das ist die Fabriklabyrinth. Der Boden bewegt sich. Verzweifelt versuchte ich einen Weg zu finden, doch allein gelang es mir nicht. Ich frage mich, ob Moss mir in dieser schwierigen Situation behilflich sein könnte. Okay. Ja, ob es eine Ebene ist oder mehrere Ebenen, werden wir ja so oder so am Anfang noch nicht direkt sehen. Daher, ja, machen wir einfach mal. Let's go, hier in Ebene 1. Mal gucken, ob wir jemanden retten können, ob wir Schätze finden. All das werden wir gleich sehen. Labyrinth klingt ja schon mal ganz interessant. Daher mal gucken, wo sind meine Eispikmin? Wo sind meine Eispikmin? Ich habe doch Eispikmin mit runtergenommen. Was ist mit Otschen dann los? Oh nein, das ist gar nicht gut. Du wurdest von Otschen getrennt. Was ist das Protokoll für so eine Situation wie diese? Pass auf, Galaxy Miner. Du musst dich mit Otschen verständigen und deinen Treffpunkt finden. Halt Y gedrückt, um die Aktion aufzurufen. Wechsel mit Hilfe von L zu Otschen. Oh, das ist cool. Okay. Alles klar. Aber warum habe ich auch... Ich habe jetzt so 30 rote Pikmin, obwohl ich eigentlich vorher auch noch Eispikmin hatte. Aber okay, gut. Dann haben wir hier was. Was ist das hier? Und da haben wir auch noch was. Und ich kann, wenn ich Y drücke, kann ich wechseln. Genau. So Dings wechseln. Mal gucken, hier gibt es Dinger hier. Kann ich so auch selber transportieren. Allerdings, ja, das bringt mir halt nichts. Daher brechen wir es erstmal ab. Und gucken mal weiter. Da hinten, da sind schon mal Pikmin. Und hier ist ein Schalter, ein Knopf, den ich drücken kann. Fließbandrichtung hat sich geändert. Okay, kann ich mit dem Pikmin irgendwas machen? Rauspflücken kann ich die schon mal nicht. Schade. Aber, warte mal, da sind wir doch. Warte, Fließbandrichtung nochmal ändern? Geh mal hier rauf. Zack, jetzt kann ich hier runter gehen. Und dann hier runter gehen? Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Aber warte mal, ich kann doch dann bestimmt mit... Warte, wie komme ich denn wieder zurück? Okay, hier wieder wechseln. Dann mit dir hier kann ich dann hier lang gehen, oder? Ja, genau. Wunderbar. Können wir hier aufsteigen? Aber weiter kommen wir trotzdem jetzt nicht, weil das Problem ist... Ich bin jetzt hier ein bisschen gefangen. Oder warte. Genau, ich wollte gerade sagen, sprinten ist doch mal eine Idee. Genau. Wollte ich gerade sagen. Gut, dann machen wir mal das gleich mal weg, sobald ich wieder sprinten kann. Let's go. Sehr schön. Das müsste dann zur Biege zurück. Aber ich glaube, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um zur Biege zurückzukehren. Obwohl, wiederum, da haben wir auf jeden Fall ein Puzzleteil. Wir gehen mal kurz von Otschen mal wieder runter. Wo würdet ihr lang gehen, Pikmin? Zeig mir mal den Weg. Wo gehst du lang, um zur Biege zurückzukehren? An sich habe ich ja eh keine Gegner gesehen. Da und dann war das... Du bist dann verwirrt. Aber scheint den Weg zu blockieren. Hilf besser, das Hindernis zu beseitigen. Also du wartest da erstmal, so gesehen, auf uns. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann nimmt das mal und das hier auch. Und dann werden wir den Weg gleich für euch fertig machen. Hier mal hoch. So, ich warte kurz, bis das Puzzleteil da ist. Dann können wir hier ein Pikmin drauf werfen. Zack. Wunderbar. Und dann können sie weiter und zur Biege zurückkehren. Genau so. Sehr schön. Hier sind gelbe Pikmin sind hier am Start. Ein gelbes Pikmin. Eine neue Pikminart, die ein bisschen elektrisierend ist. Ui. Ist das eine neue Art Pikmin? Ich werde gleich einmal in Olimas Logbuch nachsehen, ob er etwas über diese Art geschrieben hat.
Gelbe Pikmin. Ich beschloss, die hellen Pikmin mit den Ohren fortsetzend gelbe Pikmin zu nennen. Der Name gefällt mir deutlich besser als Ohren-Pikmin. Elektrizität macht ihnen nichts aus. Und wenn man sie wirft, fliegen sie sehr hoch. Außerdem können sie gut graben. Ui, das ist gut. Resistenz gegenüber Elektrizität? Das ist ja unglaublich. Woraus bestehen diese Pikmin nur? Jedenfalls können sie uns sehr nützlich sein. Aber sei vorsichtig, wenn du sie einsetzt. Wir haben bisher nur sehr wenige. Ja, stimmt. Aber ich bin ja generell vorsichtig. Gut. Neuen Schatz eingesammelt. Sehr, sehr schön. Und wir können jetzt mal hier lang und mal die ganzen Scherben mal wegbringen. Macht mal ruhig mal hier. Zack. Genau. Drei können wir zurück. Und da oben ist noch was. Das können wir mit den Game Pikmin machen. So, wunderbar. Weil wir die höher schmeißen können. Ein Skateboard ist ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Und das hier können wir einreißen. Ja, macht mal. Du ja auch. Ach so, ihr kommt da gar nicht durch. Das ist ja jetzt ein bisschen... Otschen, ich brauche deine Hilfe. Otschen. Ich brauche deine Hilfe. Otschen. Danke. So, die Pikmin können hier weiter das einreißen. Ich brauche einfach nur Otschens Hilfe, um hier durchzukommen. Zack, 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 zack. Zack. Bam. Und dann hier, so. Dann kommt ihr nämlich hierher. Dann könnt ihr nämlich dann da runterlaufen. Ich warte kurz. Und ich werde so oder so gleich eh alle Pikmin nochmal holen müssen. Das können wir gleich machen. So, zack. Dann gehen wir jetzt hier auch mal runter. Bam. Hier um die Kurve. Und dann haben wir eh wieder alle Pikmin beisammen. Übrigens, die Schätze, ich hatte im letzten Part erwähnt, oben rechts, da stand der Glycerium so und so. Wird gleich beim Skateboard auch wieder wahrscheinlich stehen. Nee, wird nicht stehen, aber da stand sowas wie 800, 600 im letzten Part. Da dachte ich kurz, das ist die Anzeige, wie viel Glycerium wir aus diesem Gegenstand rausbekommen. Nein, ist nicht so. Es ist einfach nur die Information, dass wir einen bestimmten Score geknackt haben. Mehr ist das nicht. So, ah, ihr habt da noch was. Okay, dann noch ein Pikmin. Muss ich ja euch gleich... Oh, muss ich ja nochmal dahin. Und die paar Pikmin auch nochmal herholen. Ich möchte dann natürlich keine Pikmin hier lassen. Sonst haben wir ja hier aus diesem Raum alles gefunden, oder? Ja, genau, genau, genau. So, jetzt sind diese paar Pikmin hier auch nochmal holen. Kommt her. Wunderbar. Und jetzt geht's hier wieder zurück. Und auf die nächste Ebene. Haben wir ja gerade schon gesehen, dass da ein Deckel wieder ist, wo es noch tiefer geht. Ja, bis jetzt macht das hier ganz viel Spaß. Aber was haben wir denn da im Hintergrund? Okay, interessant. Ein Springer entgegen der Fließbandrichtung. Okay, wir fahren jetzt sofort. So, zack. Kennen wir schon Ebene 2. 50% schon erledigt. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, es wird wahrscheinlich eh nur noch diese Ebene hier sein. Ist in Ordnung. So. Dann sind wir wieder hier. Da kann ich mit Otschen schon mal hochspringen. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Da können wir durch. Da liegt eine Lupe. Ist hier irgendjemand gestrandet? Was bist denn du für einer? Was ist denn das? Was ist das für eine rote Flüssigkeit? Ich habe keine Ahnung. Ach, für Otschen. Oi. Hm, seht euch nur diesen roten Nektar an. Ich frage mich ja... Ultra Motivierspray. Ein Spray auf Basis eines roten Nektars, dessen Bestandteile extrem motivierend wirken können. Welche Nebenwirkungen das Spray haben kann, ist allerdings unbekannt. Ich glaube, dass es sich hierbei um den Ultra Motivier-Nektar handelt, von dem im Logbuch die Rede war. Fülle ihn vorsichtig in deine Flasche, bevor du ihn in deiner Tasche verstaust, damit es keine Flecken gibt. Ultra Motivier-Essenz scheint es hier an vielen Orten zu geben. Sie könnte uns sehr nützlich sein. Ich glaube, es werden wir noch später erfahren, was das so alles bringt. Sowas ähnliches gab es zumindest in Pikmin 3 auch. Und mal gucken, ob das hier genauso ist wie in Pikmin 3. Werden wir sehen, werden wir sehen. So, erstmal kurz das hier alles zerstören. Bam, 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 bam. Eine Quietschente! Eine Quietschente, die bringen wir mal zurück. Da ich früher später eh nochmal zurück muss, folge ich jetzt dem Pikmin nicht. So, hier ist eine Plattform. Ist die komplett... Okay, da kann ich einfach draufstehen. Und unten sind Pikmin. Ich gehe erstmal runter. Ich gehe erstmal runter. Pflücke erstmal hier diese gelben Pikmin. Dann sind hier auch ein paar Scherben. Die können ja eigentlich direkt weggebracht werden. Genau. Also, let's go.
Müsste genug sein. Genau, passt. Wir gehen auch wieder zurück. Und gehen dann hier hoch. Genau, die gehen jetzt meinen Weg zurück. Weißt du was? Dann kann ich die Pigment, die hier unten jetzt auf uns warten, gleich mal wieder herholen. Wir sind ja in der Nähe der Biege. Von daher, das passt ja. So, zack. Her mit euch. Wunderbar. Weiter geht es. Ich könnte da durch. Aber mit Otschen funktioniert das nicht. Egal. Dann laufen wir mal weiter. Hier mal jetzt rauf. Da gibt es einen Schalter. Mache ich damit die Gitterstäbe vielleicht runter? Das wäre ja ganz gut. Ja. Ich nehme mal die Gamepicken. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ah, gut. Ich dachte kurz, die Gamepicken sind dafür besser. Was ist mit dir? So, jetzt. Gelber Nektar wieder. Okay, sehr schön. Aber ich kann hier immer noch nicht hier durch. Die Gitterstäbe sind drin. Ah, warte, dann die da hinten auch. Okay, okay. Dann gehen wir nochmal kurz zurück. Und da ist tatsächlich ein Gestrandeter. Wisst ihr was? Kleine Abkürzung, gehen wir jetzt hier entlang. Obwohl, ob das jetzt eine Abkürzung war, weiß ich nicht. Zeitersparnis gab es dadurch, glaube ich, nicht. Aber egal. Ach, da geht es dann auch wieder hoch. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hin. Schieben mal das Ganze hier. So. Dann können wir nämlich die Lupe mal mitnehmen. So, zack. Papiertüte verschoben. Hier 15 Pigmen drauf. So, die können das schon mal wegbringen. Und wir gehen so lange weiter. Gelbe Pigmen brauchen wir hier. Oh, Spielzeugauto. Da hinten. Eisenbahn, meinte ich. Oh, hier ist Nektar. Wir haben ja auch Blütenpigmen. Rote Pigmen, die nicht Blütenpigmen sind. So rum. So, sonst sind alle. Ja, das passt uns. Können wir später noch nehmen. Hier die gelben Pigmen. Das sind nämlich Elektrobarrieren. Da müssen wir aufpassen, dass wir dann nur gelbe Pigmen drauf werfen. Dann machen sie das kaputt. Wir müssen kurz warten. Mittlerweile wird die Lupe immer noch zurückgebracht. Hier geht es, wie gesagt, drauf. Ja, müssen wir jetzt kurz warten. Führt keinen Weg dran vorbei. Wunderbar. Haben sie es geschafft. Und die Lupe ist rein. Und wir haben die 1500 geknackt. Yay. Das heißt, wir können rein theoretisch ins nächste Gebiet aufbrechen. Galaxy Miner, Otschen, ihr habt es geschafft. Toll gemacht. Mit der Energie, die wir dank euch sammeln konnten, können wir das Radar der Shepard weiter reparieren. Sehr schön. So, das hier kann auch weggebracht werden. Neuen Schatz ist gesammelt. Dann, ihr seid gut im Graben, ihr Game-Pigment. Dann macht mal. Dann, eine neue Basis kann genutzt werden. Das ist aber sehr, sehr nett. Und zack. Bam. Warte, hier kann ich die Biege ja herholen. Wäre ja eigentlich ganz schlau, das zu machen. Wir bringen die Biege hierher. Genau. Allerdings sind trotzdem noch einige Pigmen wahrscheinlich dort hinten. Warte, wir haben ja noch haufenweise Blütenpigmen hier. Also, Blattpigmen meinte ich. Macht mal. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Es sind aber immer noch Blattpigmen da. Sind das rote? Ich glaube, es sind immer noch rote. Achso, Nektar ist eh aufgebraucht. Wir haben nicht alle Pigmen hier. Hinter der Facecam steht gerade 38 von 45. Aber hier ist gerade kein Pigmen. Wo sind denn die Pigmen hin? Habe ich die irgendwo liegen lassen? Oder sind es... Ach, die sind jetzt automatisch zur Biege gekommen. Na toll. Ah, okay, okay, okay. Egal, egal. Wir holen uns jetzt hier diesen Gestrandeten ab. Wahrscheinlich nicht einer von der Rettungscrew, aber ist in Ordnung. 1, 2, 3. Holt ihn her. Oder bringt ihn dorthin. Hier nochmal 3 Pigmen. Sollen mal mithelfen. Du Einzelner, du kommst wieder hierher. Da haben wir ihn. Mal gucken, was das für einer ist. Sehen wir uns einmal die Visitenkarte an. Ich hoffe ja, dass es diesmal einer unserer Kollegen ist. Keynes von Planeten Oji. Seine Passion für Pflanzen ließ ihn allein zu diesem abgelegenen Planeten reisen, um dessen ungewöhnliche Blumen zu bewundern. Nein, wir haben es mit einem weiteren Gestrandeten zu tun, der aus eigenen Stücken hierher kam. Ein Florist? Ich werde nie verstehen, warum man sich ohne Not auf eine dermaßen gefährliche Reise begeben sollte. Gelegt zu meiner Otschen. Rettet weiterhin alle, die hier gestrandet sind, was auch immer ihre Gründe waren. Warm war.
So, ihr kommt jetzt mal mit. Denn wir gehen jetzt an die Oberfläche. Wo ging es zur Oberfläche? Da hinten. Hier haben wir alles gesehen. Wir haben alles getan. Und wir können jetzt die restliche Zeit noch ein bisschen nutzen, an der Oberfläche so ein bisschen zu erkunden. Also, let's go. Let's go. Let's go. Ja, schönes Deutsch. So, yay. Motivation erhöht. Das ist aber sehr, sehr schön. Mysterium. Haben wir einiges. Wir gucken uns die Gegenstände am Ende des Tages nochmal richtig an. Und lesen die Namen vor. Komplett erforscht, 100%. So muss es sein. Und ja, wir machen direkt weiter. So, da sind wir. Können wir mal alles überspringen. Ja, was für Pikmin lasse ich denn mal draußen? Problem ist, wir haben immer noch 30 von 30. Meine Hoffnung war, dass wir dort unten eine Zwiebel finden, dass wir mehr Pikmin mitnehmen können. Das war meine Hoffnung. Ich nehme, ja komm, 10, 10, 10, passt. Weil letztendlich haben wir ja im letzten Part noch gesehen, hier ist ja Wasser. Irgendwo. Und dieses Wasser da hinten. Da brauchen wir 30 Eispigmen zu, um das zu gefrieren. Heißt, ich brauche noch mal ein paar mehr Pigmen, um generell hier noch was machen zu können, weil die 30 Pigmen dann weg sind. Aber ja, das ist jetzt ein bisschen problematisch da, ist aber nicht so schlimm. Denn ich habe irgendwo noch ein Elektrofeld gesehen, die letzten Parts. Wo jetzt das genau war, weiß ich nicht. Und wir haben da hinten noch einen Schatz. Vielleicht kommen wir da jetzt mit den Game-Pigmen ran, weil wir die höher werfen können. Wir gucken mal, was wir hier noch jetzt machen können. Ich denke mal. Was heißt ich? Als, sagen wir es mal so, es besteht die Möglichkeit, dass wir im nächsten Part dann ein neues Gebiet besuchen werden. Es besteht zumindest die Möglichkeit. Sagen wir es mal lieber so. So, irgendwo war ein Elektrofeld, das weiß ich. Und hier haben wir ja, glaube ich, auch noch nicht alles gesehen, kann das sein? Zumindest sind hier noch ein paar Vasen zu zerstören. Ich weiß nicht, ob die respawnen. Aber ich guck mal kurz mal hier lang. Da sind noch mehr Vasen. Na komm, let's go. Bisschen Anlauf nehmen und zack. Oh, yes, eine Pflaume oder so. Rote Pikmin. Obwohl, nee, die Eispikmin. 1, 2, 3. Roll nicht weg, roll nicht weg. Dann 1, 2, 3 und hier nochmal 2 Eispikmin. Bringt die mal insgesamt mal weg. Sonst sollte auf dem Weg hoffentlich nichts Böses sein. Ich glaube nein. Ich glaube nein. Und hier kommen wir nur von der anderen Seite ran. Oh, hier sind ja kleine Viecher. So, bringt die gleich auch mal weg. Genau. Immer weg damit. Sehr schön. Ja. Das. Achso, da einfach 10 Pikmin dranhängen. Dann kommen wir darüber. 1, 2, 3. Das ist natürlich umso cooler. Sehr schön. Dann können wir nämlich hier rüber. Weil ich sehe da hinten schon eine Zwiebel. Und noch einen Schatz. Hier ist generell so einiges. Machen wir erstmal hier das hier. Graben wir mal aus. Die Game Pikmin sind da so oder so am schnellsten. Das ist eine ganz normale Zwiebel. Sehr schön. Wartet mal kurz. Ich habe Angst, dass der Käfer uns gleich angreift. Daher. Wie greife ich den an? Weil das Problem ist, wenn er uns sieht, dann haben wir ein Problem. Ich gehe mal kurz von Otschen mal runter. Und schwärme jetzt aus. Zack. Oh nee, nicht gut, nicht gut. Komm, vereist ihn, vereist ihn, vereist ihn. Er muss vereist werden. Ja, erst vereist und jetzt drauf da. Und Otschen, du auch. Du auch. Yes. Okay, nice. Und es ist kein Pikmin verloren gegangen. Na, umso schöner. Umso schöner. Dann folgendermaßen. Hier haben wir einen Kompass. Warte. Otschen. Mal kurz hier gegen. Wir versuchen heute noch so viel wie möglich zu schaffen. Dann die roten Pikmin mal alle 7 Stück ruhig. Bam. Dann sind das da 7 Stück. Genau. Dann die Zwiebel. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, waren das jetzt 5? Ne, das waren 4. So, 5. Sehr schön, haben wir das. Wir haben aktuell nicht viele Pikmin dabei, ist aber nicht so schlimm. Und wir haben da unten, können wir noch durchgehen. Das ist doch was für Otschen hier. Zack. Für dich. Und derweil könntet ihr rein theoretisch zack und zack die Dinger noch wegbringen. Hier, wir haben keine 10 Pikmin gerade am Start. Das ist das Problem. Auch hier ist noch ein einziges Pikmin. Da müssen wir vorsichtig sein. Hier könnten wir die Mauer einreißen. Und hier gibt es noch sehr, sehr viel zu machen tatsächlich.
Ist halt die Frage, wollen wir dann im nächsten Part ins nächste Gebiet gehen oder hier erstmal noch weitermachen? Weil wie man sieht, gibt es hier noch sehr, sehr viel zu erkunden. Aber vielleicht wäre es sinnvoller, erstmal ins nächste Gebiet zu gehen und später hier nochmal zurückzukehren. Ich glaube, das ist sinnvoller. Na gut, die sind dabei, gerade alles wegzubringen. Das ist gut so. So, da ist die Pflanze aus dem Weg geräumt. Sehr, sehr gut. Ja, mit 5 Picken kann ich relativ wenig halt machen. Aber hier ist die hier ist unsere Zwiebel und unsere Biegel. Und die Zwiebel ist jetzt da. Wir können 10 weitere Pikmin mitnehmen. Das ist sehr, sehr gut. Du kannst jetzt 10 Pikmin mehr mitnehmen. Damit sollte das Erkundung mal einiges schneller vorangehen. Ja, bitte, 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 bitte. Wir haben generell hier auch noch ein paar Knospen und so. Wir könnten jetzt auch hier rüber gehen. Also, gibt jetzt zu viel zu machen. So, was ich jetzt machen möchte, ist... Ah. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir werden die mal kurz rauspflücken. Ich möchte jetzt so ruhig 40 Pikmin mitnehmen. Was sagt die Zeit? Wir sind eigentlich am Ende angekommen. Wir sind eigentlich am Ende angekommen. Neuen Schatz gesammelt. Daher weiß ich nicht. Ich würde jetzt kurz nochmal hier nochmal ein paar Pikmin rausholen. Zack. Es geht mir jetzt darum, dass ich nochmal kurz da zurückkehre, wo wir gerade waren. Und die Knospe nochmal da aufmachen. Also die 10er Knospe hier. Das können wir jetzt noch ruhig schnell mal machen. Rote Pikmin halt. Ja, ist halt... Ja gut, es ist jetzt einer mehr. Ist nicht so schlimm. Dann haben wir da noch ein paar Knospen. Die wir auch noch bedingsen können. Und dann haben wir soweit hier erstmal alles gesehen. Wir könnten zwar darüber. Da gibt es auch noch ein bisschen was zu sehen. Gerade jetzt, wo wir 40 Pikmin mitnehmen können. Aber ganz ehrlich... Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Die sind da gerade auch unterwegs. Ja gut, an das Ding da hinten kam ich jetzt nicht ran. An den Schatz. Aber mein Ziel ist so oder so. Alle Schätze zusammen. Alles, was geht. Alle Gestrandeten zu finden. Also das Spiel wirklich zu 100% zu machen. Das ist mein Ziel. Und ja, dementsprechend werden wir hier früher oder später eh nochmal zurückkehren. Das auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, es fehlt ein Pikmin. Das ist schlecht. Es fehlt ein Pikmin. Wir haben 39 von 40 gerade. Ah, hier bist du. Ich glaube, man kann... Genau, auf der Karte kann man auch die Pikmin immer sehen. Was ist denn das hier überhaupt? Keine Ahnung, was das hier ist. Waren wir da gerade? Ich will da nochmal kurz zurückkehren. Das war der Ort, wo wir gerade waren, glaube ich. Kann das sein? Ach ja, genau. Wir waren jetzt eben hier. Hier haben wir das Ding runtergemacht. Und ich wollte ja eigentlich noch in diese Richtung gehen. Wisst ihr was? Das machen wir schnell auch noch. Weil ich wollte den Schatz da hinten noch holen. Da haben wir einen Feuergegner. Ich würde mal sagen, greifen wir mal den mal schön als geballt. Och, rote Pikmin. Oh, ihr seid doch nicht mehr zu retten. So, zack, hier, bam. Ihr könnt ja eigentlich nicht brennen. Wunderbar. Zack. Okay. Dann eins. Zack. Ich wollte eigentlich die roten Pikmin, egal. Hier, ihr Fünfer. Das noch wegbringen. Und hier brauchen wir die Game Pikmin für. 5 Stück. Weil haben die das jetzt auch hier? Ja, fast. So, zack, zack, zack. Und was ist denn das? Ist das eine Kugel? Das ist eine Bowling? Nee, warte. Was soll denn das sein? Irgendeine Kugel mit einem Loch drin. Keine Ahnung. So, das bringt ihr jetzt noch weg und dann können wir die Auswertung machen. Also ich muss sagen, der Tag war extrem erfolgreich. Wir haben sehr, sehr viel gesammelt. Sehr, sehr viel gemacht. Der Tag ist auch eigentlich schon fast vorbei. Und... Das war ein sehr, sehr starker Tag. Sehr, sehr starker Tag. So, das hier ist jetzt auch hier drin. Und wir können jetzt diesen Tag vervollständigen oder beenden. Kurz hier oben rechts. Das ist da noch. Okay. Was diese einzelnen Kategorien dazu sagen haben, keine Ahnung. Wir werden jetzt den Tag beenden. Und beim nächsten Tag werden wir dann, ja, vielleicht in ein neues Gebiet vordringen und später hier wieder zurückkehren. Ich kann mir das auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. So, zack, das überspringen wir gleich mal, um direkt zum Abschlussbericht zu kommen. Auf jeden Fall eine ganze Menge, wie gesagt. Was sehr, sehr schön ist. Und die Shepherd, die... Sieht auch ganz gut aus. Die Energie, die wir jetzt haben, die ist ja schon mal sehr, sehr nice. Okay, was macht das jetzt? Suchradius vergrößert. Jaha.
Wenn wir das Radar der Shepard wiederherstellen und unseren Suchradius vergrößern, brauchen wir dazu mehr Glycerium. Bitte finde es für uns. Genau. Damit sollten wir unsere Reichweite vergrößern und entfernte SOS-Signale empfangen können. Versuchen wir es. Und? Fast fertig. Aha! Wir empfangen mehrere SOS-Signale. Mehrere. Hoffentlich hilft uns dies dabei, unsere vermissten Kollegen und Captain Olimar zu finden. Markiere das Gebiet, aus dem die Signale kommen, Colin. So, erstmal Gerettete, ein Florist. Motivation haben wir bekommen, sehr, sehr schön. Dann das ganze Glycerium. Und das ist nicht gerade wenig, was wir heute geholt haben. Echt nicht wenig. Wir haben erstmal Erinnerungsfragment. Oben rechts. Wow. Dann den Personalrollwagen, das Skateboard. Dann ein entzückendes Gummiteil. Sehr schön. Dann Wahrheitssucher. Lok der Möglichkeiten. Polierter Bärenstein. Zeitmechanismus. Und Kugel des Hoffnungsrituals. Schöne Namen. Richtig schöne Namen. 41% haben wir jetzt Sanier anhöhen fertiggestellt. Kein Pigment verloren, was auch sehr, sehr schön ist. Und wie gesagt, da werden wir irgendwann zurückkehren. Und dann noch mehr machen. Aha, da fällt mir noch etwas ein, Galaxy-Miner. Wenn du Minus drückst und dann die Schnellauswahl öffnest, kannst du mit oben, links, rechts, unten, oben, links und L verschiedene Funktionen nutzen. Wirklich? Kann ich so auch die Shepard-Dokumente zuweisen? Selbstverständlich. Und dann könntest du sie dir ansehen, wann immer du einen schnellen Ratschlag brauchst. Du kannst einen Knopf zur Aktion wie entlassen oder auch Items zuweisen. Echt? Das ist cool. Die Stellauswahl scheint mir ein sehr gutes Mittel zu sein, wenn man seinen Dandori verbessern möchte. Insofern, Colin, wäre es hilfreich gewesen, von so nützlichen Funktionen früher zu erfahren. Ja gut, die Missionen sind immer noch da für uns und im nächsten Part geht's in ein neues Gebiet. Ich freue mich drauf, bis dahin und tschüss.